So, willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und tatsächlich sind wir jetzt in dieser Folge dabei, alle Stempel zu holen, die jetzt noch nachgeholt werden müssen. Okay, es sind nicht alle. Kurz, ich möchte nochmal sagen, dass diese Folge jetzt ein bisschen nachkommentiert ist. Eigentlich sogar komplett nachkommentiert. Und ich muss... Ich habe gerade ein bisschen Schokolade gegessen, deswegen ist mein Mund jetzt so ein bisschen mit Schokolade, wie nennt man das? Ja, überzogen. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Nee, der erste Stempel ist direkt mal auf der Hylianischen Steppe. Wir gehen natürlich von der Wii-Version aus, also vom Hero-Modus aus. Und für mich ist die Lautstärke gerade ein bisschen zu hoch. Ich stell sie mal ein bisschen runter. Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall, ich sehe das hier alles nebenbei. So, das ist der zweite Stempel, der uns jetzt noch fehlt. Ist genau auf derselben Steppe, also auf der Hylianischen Steppe, da wo die Eldin-Brücke ist. Das dürfte klar sein. Auf dieser großen, weiten Fläche. Auf diesem großen Berg, da gibt es eigentlich sehr schwer versteckt so eine Höhle, wo man sich als Wolf reingraben kann. Und wir sehen jetzt auch schon hier, dass es hier noch einen goldenen Schleim gibt. Und den wollen wir natürlich hier an der Stelle auch nochmal haben. Das ist, hat mich sehr überrascht, als ich hier reingekommen bin. Den könnte man ja noch gebrauchen beim Finale. Wir haben ja auch schon die Drillhöhle gemacht, von daher ist es jetzt nicht unbedingt dafür existenziell wichtig. Ja, aber es gibt auch in Schloss Hyrule einige Stempel, weshalb wir jetzt nicht alle holen können. Wir können jetzt nur 47, glaube ich, holen. Bis zu dem Punkt. Und wir werden in dem Part bis zum 46. machen, da wir für Giovannis 60 Geisterseelen auch nochmal, ja, einen Stempel kriegen. Ja, aber den mache ich erst im nächsten Part dann. Es passt einfach ein bisschen besser. Habe ich auch... Ich habe die späteren Parts auch schon alle aufgenommen. Deswegen ist das recht unpassend. Wenn nicht alle. Wir wollen natürlich noch die Cave of Shadows machen. Also die Schattenhöhle machen. Mit der Wolf-Link Amiibo. Das wird dann im nächsten Part folgen. Ich habe schon gemerkt, das ist nicht ganz so einfach. Also das werden wir dann schon mitbekommen. So. Ja, also sehr, sehr nervige Viecher. Ich glaube, wenn wir alle besiegen... Ich weiß gar nicht, warum ich sie hier alle umbringe. Das ist doch relativ unnötig, weil die Truhe steht da, auf dem Präsentierteller. Es gibt Räume, die habe ich einfach so übersprungen, aber den Raum, da muss ich mich erstmal, da muss ich mich natürlich erstmal um die Käfer kümmern, die hier so rumrasen. So, ne? Ist auch wichtig. So, einer existiert noch. Der ist auch direkt mal tot. Ah, es gibt hier noch kleine Truhen. Ja, da sind ab und zu mal ein paar Rubine drinne. Ich kenne mich jetzt mit den kleinen Höhlen nicht so aus und weiß dementsprechend auch nicht, ob da wirklich ein 50er drin war oder was überhaupt da drin ist. Hylianisch C. Ah, und jetzt kommen wir zu einer Stelle, die auch ganz interessant ist. Wir wussten ja, dass es hier irgendwo Truhen gibt, ne? In der Goronenmine, in diesem großen Raum. Dass es hier eine Truhe gibt, wo wir erst später drankommen können. Und zwar mit dem Greifarm. Aber davor haben wir sowieso noch eine Truhe übersehen. Und zwar eine, die sich hier unten befindet. Unter diesem Holzgerüst. Naja, die habe ich auch ein paar Mal gesehen, aber ich habe sie jetzt nicht unbedingt geholt. Ich glaube, im Let's Play habe ich sie übersehen. Aber sonst sehe ich sie immer da und die liegt da so rum, aber sie ist mir scheißegal, weil ich ganz genau weiß, da ist kein Herzteil drin, ne? In den normalen Run würde ich die auch nicht holen. Ah, genauso wie die nächste Truhe. Und hier braucht man, wie gesagt, den Greifhaken für. Heißt, man muss hier nochmal für die Goronenmine Backtracking betreiben. Ist auch relativ offensichtlich, ne? So. Da gibt es extra ein Podest für und dann können wir uns hochziehen. So. Hylianisch U. Wir gehen jetzt erstmal das Alphabet durch, vervollständigen es. Und im Nachhinein gibt es dann noch ein paar Special-Bilder. So, wieder auf der nördlichen... Beziehungsweise das erste Mal auf der nördlichen Ebene von Hyrule. Da gibt es so ungefähr direkt neben der Brücke einen Kreis aus Gras. Schön zum Rauchen, aber ja, Link will sich doch viel lieber dort hineingraben und das nächste, den nächsten Stempel. Ich habe hier wirklich meinen ganzen Hals so voller Schokolade. Das ist, so, ich denke mir so, ja, so ein bisschen... Um auf den Geschmack zu kommen, kann man ja mal machen, aber ja, vielleicht vor der Aufnahme ist es nicht ganz so. Und jetzt kann man sich schon denken, wo wir hinwollen. Wir wollen tatsächlich noch einmal nach oben auf die Klippe. Also im Grunde, es ist auf der Steppe von Hyrule, direkt über den Hyliasee, hinter diesem großen Baum. Diesen großen toten Baum. Und hinter der Brücke. Aber hier waren wir jetzt schon zweimal.
Dieses dementsprechend das dritte Mal. Das ist jetzt nichts wirklich Überraschendes. So, hier gibt es natürlich auch nochmal eine Höhle. Ich glaube, da war ich aber auch schon mal drinne, oder? Stimmt, da war ich einmal drinne, habe mir gedacht, ey, hier gibt es vielleicht eine Geisterseele drinne. Aber die Geisterseele war hier oben, auf dem Plateau, nicht in der Höhle drinne. Deswegen war ich da auch ein bisschen verwirrt. Und hier gab es halt, wie gesagt, keine Geister. Ich habe gedacht, es gibt auf dem Plateau eine. Ja, die anderen Geister sind dann in der Höhle, ist aber nicht so. So. Ein paar Mal schlucken. So. Unterschiedliche Schädel, die natürlich hier auch erstmal massakriert werden wollen. Sie bitten drum. Ist aber auch recht dunkel, ne? Ich sehe das jetzt selbst in der Aufnahme nicht so. Und auf YouTube ist das meistens so ein bisschen... Ist es dann noch schlechter? Ah, ist kacke. Warum haben sie das Spiel so dunkel gemacht? Ist ja nicht mal so nötig. So. Ja komm, erwisch ihn bitte. Ah, erstmal 10-mal daneben. So, aber jetzt gibt es eine Truhe, ne? Ja, genau. Es gibt einige Höhlen, da muss man erstmal die Gegner besiegen. Besiegen. Oder man muss einfach nur durchrennen. Oder überleben, beziehungsweise. Ja. Ich habe mich ja vorhin auch bei diesen Käfern, Hylianisch M, da habe ich mich auch recht schlecht angestellt. Da hätte ich einfach zur Truhe rennen können. So. Als nächstes eine kleine Lampenhöhle auf der Ebene von Hyrule im Bereich Eldin. Bei der Eldin-Brücke. Nee, das ist die Eldin-Brücke. Nee, die Eldin-Brücke ist die große Brücke. Das ist die Brücke, die wir damals zugefügt haben, ne? Das ist die Eldin-Schlucht, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es ja auch eine Geisterseele, sogar ein Herzteil. Also zweimal waren wir hier drinne und gehen dementsprechend auch wieder für einen Stempel das dritte Mal rein. Meine Fresse. Man hätte alles auf einmal mit einem Schlag holen können, aber nee. Hier war ich ein bisschen verwirrt, ob das vielleicht ein goldenes Schleimteil ist. Nee, ist nicht. Kann man liegen lassen. Aber man kann die auch schlecht auseinanderhalten. Also dieser Schleim, der war jetzt wirklich nur für diese Lampen, für den Lampenöl. Das Öl. Egal. Hylianisch O. So. Und wieder zurück auf der nördlichen Ebene. Da gibt es auch nochmal, ja, am Fluss nochmal einen, ich weiß nicht, das war einfach nur so eine, doch, das war wieder ein Graskreis, ne? Das sieht man ja jetzt. Also direkt an dem Punkt, wo der Fluss rauskommt. Ja, wieder ein Graskreis. Man hätte das theoretisch auch direkt im Anschluss machen können. Man hätte das so machen können, dass man erst den eingeholt hätte und dann über die Brücke gelaufen wäre zu dieser Stelle. Aber das bringt halt echt wenig. Boah, so viele Skulltulas. Das sind ein bisschen viele. Vor allem, wenn sie dann noch so blocken. Das ist nicht gerade das Angenehmste. Ja, mit dem Rundumhieb ist es natürlich einfach, ja. Gut. So. Okay. Ich musste kurz mal abwesend sein, so. Ja, auch hier muss man natürlich erstmal die ganzen Lampen anzünden. Ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist, ey. Selbst wenn ich nur für 5 Sekunden mein Headset absetze, dann ist das wieder so... Ah! Ist das wieder dieses komische Gefühl. So. Es ist nicht nötig, hier die ganzen Skulltulas zu ermorden. Auf boshafte Weise. Boshafteste... Ach, egal. P. Oh, das ist auch eine ganz interessante Stelle. In der Gerudo-Wüste. Man warbt sich direkt zur Drillhöhle hin und kann dann aus der Ferne eigentlich schon erkennen, dass es hinter der Schlucht nochmal eine Truhe gibt. Da fragt man sich jetzt natürlich erstmal zurecht, ja, wie komme ich denn da rüber? Hm, vielleicht mit Magie und Zauberkräften? Nee, wahrscheinlich nicht. Man sieht es schon, da drüben kommt nämlich eines dieser Propeller-Dinger angeflogen. Mit dem Greifarm natürlich leicht zu schnappen, wie man hier sieht. Deswegen greife ich auch erstmal 10-mal daneben. Ja, komm. Mach schon! Ja, oder alternativ, man geht dorthin, wie sieht es an und zieht sich ran. Hm.
Ist vielleicht auch einfacher. So. Ist eigentlich recht ungewohnt für mich, so ein Part nachzukommentieren. Ich weiß nicht. Eine lange Reise steht bevor. Über eine kleine Schlucht. Ja, so ansonsten. Einfach nur fallen lassen und zur Truhe hinkommen. So, was haben wir jetzt hier? Haben wir das Alphabet durch? Julianisch R noch nicht. Okay. Also wir haben natürlich auch schon einige Stempel im Let's Play geholt. Ne? Die werden wir dementsprechend jetzt nicht nochmal zeigen. Ja, es kann natürlich zur Vervollständigung helfen. Wenn man jetzt darauf aus ist, selbst mal die ganzen Stempel zu holen. War ja ursprünglich auch nicht geplant, die ganzen Stempel zu holen. Ne? Deswegen, ich glaube, ich habe jetzt hierfür vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde gebraucht, um die ganzen restlichen Stempel zu holen. Hab natürlich eine Liste benutzt, ne? Das ist viel einfacher. So. Hylianische Steppe, da wo der Gorone war. Direkt im Süden der Stadt. Da kann man sich in dieser kleinen Schlucht, die über den Fluss führt, ja, zu einer Truhe ziehen. Hylianisch V. So. Und jetzt den Fluss hinab zum Hyliasee. Ich glaube, wenn man da runterfällt, wo wir gerade waren, also praktisch da, wo wir die Truhe geöffnet haben, dann kommt man wieder am Hyliasee raus. Aber ich habe mich an der Stelle gewarbt. Es ist scheißegal, weil ich glaube, man kriegt da auch Schaden. Aber das würde nur Sinn ergeben, wenn man dann runterspringt in den Fluss und sich dann vom Fluss treiben lässt. Ich glaube, das war wirklich so. Ich würde es aber jetzt niemandem raten, der den Hero-Modus spielt und gerade in Herzennot ist, dann wäre das nämlich ein bisschen kacke. Ach, ein direkter Selbstmord. So. Hier irgendwo am Hyliasee gibt es eine Truhe. Also an der Stelle, wo man sich warpen kann, ne? Das dürfte klar sein. So. Man sieht das ja auch alles auf der Karte, wo wir uns gerade befinden. Man kann, ich habe das sowieso so eingestellt. Oh nein! Ich habe das sowieso so eingestellt, dass man sehen kann, wo ich in dem Moment bin. Also, dass man wenigstens so ein paar kleine Anhaltspunkte hat. Wie zum Beispiel eine Brücke oder so. Ja, also, ich glaube, daran kann man sich auch ganz gut orientieren. So, jetzt natürlich im Wassertempel. Wir haben uns alle schon gefragt, was könnte denn hier in dieser Truhe drin sein? Beziehungsweise, wir wussten es eigentlich schon. Es war eigentlich so offensichtlich, dass dort ein Stempel drin ist. Ah. Deshalb holen wir das jetzt. Ja, es ist auch sehr einfach, eigentlich an diese Truhe ranzukommen. Ich habe das früher mal so gemacht. Ich bin früher immer davon ausgegangen, dass sich dort oben das Herzteil befindet. Also eines der beiden Herzteile befindet. So, und dann bin ich mit den Eisenstiefeln losgegangen und habe versucht, diese komischen Greifhakenstellen ja, anzugreifen. hab das immer so versucht, mich dann so Stück für Stück nach oben zu greifen. Aber es ist sehr viel einfacher, wenn man hier über das Gelände einfach nach oben läuft. Ja. Es ist auch gar nicht mal so schwer, hier mit dem Analogstick wirklich auf dem Pfad zu bleiben. Das sieht ein bisschen schwerer aus, als es letztlich ist. Jedenfalls mit dem Wii U Gamepad scheint das einfach zu sein. Auf der Wii-Version, keine Ahnung, ob das einfacher ist. So, natürlich muss man auch aufpassen. Und im besten Fall, wenn man dann ins Wasser springt oder übers Wasser gehen muss, dann natürlich auch die Eisenstiefel anziehen, weil sonst ist man ganz schnell wieder unten. So. Mach das Teil auf. Hylianisch Y. So. Und wieder nach oben zum Hyliasee. Ah, es ist ein Hin und Her. Und hier dürfte sich eigentlich direkt vor der Lampenhöhle wieder ein Graskreis, beziehungsweise ein Fünfeck befinden. Wow, wir sind mal ein bisschen... Wir bringen ein bisschen Variation rein. Ich muss mal kurz... Stopp. Na, dann drückt ja wieder auf Pause. Also, ja. Um die Pfeile auszuwählen. Und dann den Greifhaken zu nutzen. Das ist auch sehr klug. Wenn man einfach die Tasten vertauscht. So, hier gibt es einige von diesen komischen Riesenfische, die sich übrigens auch ineinander befinden können. Da kann man das links sehen. Ja, also es sind tatsächlich mehr, als man jetzt im ersten Moment vermutet. So. Aber mit Pfeil und Bogen dürfte das eigentlich recht schnell gemacht sein. So, landen wir drauf. Auf der Truhe. Ach, sieht nicht so aus.
Ist ein bisschen zu weit, ne? Hm, schade. So. Ja, kann man trotzdem mal öffnen, ne? Muss man ja nicht liegen lassen. Julianisch S, ja komm. Jetzt gehe ich aber ein bisschen hin und her, ne? So, wieder zurück zur Ebene, nicht Ebene, von Hyrule. Das müsste jetzt Osten sein, oder? Ja doch, die östliche Seite sein, auf der Wii-Version. So. Und hier gibt es an der Stelle, wo wir schon mal einen Schmetterling gefunden haben, auch nochmal einen Kreis, wo wir uns reingraben können. Ich glaube, heute sind wir mal ein bisschen... Ja, wie habt ihr es gerade genannt? Heute bringen wir mal wieder Variationen rein und nehmen einen Steinkreis. Yay. Das ist ja mal ein Unterschied. Sind das 8? 8 Steine. Ist ein bisschen wie ein Galaxy, ne? So. Und wir werden auch direkt mal überrascht von diesen komischen... Ja, immer wenn es ein Gegner ist, dann ist es automatisch komisch, weil man kann sie ja nicht irgendwie einordnen, ne? Von diesen Läufern, die uns von allen Seiten attackieren können. Das Einfachste ist, man stellt sich hier oben hin auf dieses Podest und zieht einfach die ganzen Helme von ihnen runter. So. Weil dann sind sie schon mal ein bisschen schwächer, ne? So, man muss auch nicht immer anvisieren. Es reicht vollkommen, wenn man sie dann manuell vom Leibe zieht. Ja, kommt alle her, hier. Und dann trotzdem noch failen. Ah. Hoffentlich klappt das. Yeah! 4 Stück auf einmal. Also das hat sich schon mal gelohnt. Und das erste Mal, ich glaube, das ist wirklich das erste Mal, dass die Truhe nicht auf dem Podest spawnt, ne? Sehr interessant. So, viele fehlen nicht mehr. Stempel, Linke wütend. Och. So. Ah, an der Stelle wollte ich nochmal was zeigen. Und zwar haben wir schon bereits diese Truhe hier auf der Ebene von Hyrule im östlichen Bereich gesehen. Und dort kommen wir auch ran mit Hilfe des Greifarms. Also das heißt, wir könnten eigentlich hier schon nach dem dritten Dungeon hin, um ein bisschen Kohle abzugreifen. Das ist jetzt nicht für einen Stempel. Aber ich wollte die Truhe trotzdem mal holen. Einfach weil sie direkt auf dem Weg war und ja, warum nicht, ne? Dann bleibt sie auch nicht immer geschlossen. So. Ein paar Rubine haben wir auch dabei. Also falls wir dann später irgendwie noch was holen. Bomben können wir jetzt nach der Drillhöhle sehr gut gebrauchen. Kann man ja kaufen. So, aber auf der gleichen Ebene gibt es noch eine Höhle, die wir erkunden können. Mit Hilfe unseres netten Wolflings. Das heißt, wir laufen erstmal ein paar Runden, schauen uns um. Aber ich habe schon aus der Ferne gesehen, dass es eine kleine Stelle gibt, wo noch ein bisschen Gras ist. So. Und die ist hier. Direkt links, ja, also links, neben dem Wald. Wenn man aus dem Wald rauskommt, links, so. Wenn wir davor stehen, natürlich rechts. So, einmal rein. Und was haben wir hier? Ah, das ist zum Beispiel so eine Höhle, wo ich einfach gerne durchrase. Querfeld ein und zack, dann haben wir es schon. Ist gar nicht mal so schwer. So, Stempel, Link, Wolf. So, und das ist tatsächlich jetzt der letzte Stempel für heute. Dazu gehen wir nochmal zurück in den Schattentempel, schauen uns im rechten Raum, im zweiten rechten Raum um. Also da praktisch, wo wir das erste Mal, also im Raum, bevor wir das erste Mal gegen diesen Holozanto gekämpft haben. So. Ja, der Nebel ist ein bisschen nervig. Dann schauen wir uns hier um. Die Räume sehen zwar immer ab und zu... Ja, sie sehen sich schon sehr ähnlich. Muss man zugeben. Aber irgendwann findet man ja doch die Truhe. Also wie gesagt, an der Stelle, wo man praktisch das erste Mal... Also wenn wir durch die Tür gehen, dann wären wir beim Holozanto, ne? Beim ersten. Um das einfach nochmal zu beschreiben. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja gut, ich sage ja an der Stelle, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden, wenn wir dann wirklich die Wolflink-Amiibo nutzen und versuchen werden, die Schattenhöhle zu meistern. Bis dahin, tschüss und bye-bye, jetzt öffne der letzte Teil hier. Wundervoll. Die letzten 3 Stempel, die kommen natürlich auch noch.